Ach, was ich dich noch fragen wollte. Muss es denn wirklich Gift ist eine Gottesgabe sein, diese alte Klamotte? Ich meine, wenn mir stattdessen etwas mit Anspruch... Und das ist Krefeld, mein Lieber. Die Leute wollen Unterhaltung. Wer Anspruch will, schaut die Tagesthemen. Attacke! Fritz, mein Trommelfell, nimm dem Spinner das Horn weg! Es ist doch Kindergarten hier, lass das jetzt. Die Besetzung bleibt, wie sie ist. Jetzt wird weiter. Teddy, ich habe wunderbare Neuigkeiten für dich. Du wirst nach Panama reisen und ein neues Schleus für den Kanal aussiehen. Hoch, Herr Ford, zeigt ihn! Hurra! Ich werde sofort Reisevorbereitungen treffen. Attacke! Wenn ein junger Mann mit einer so hübschen Frau ausgeht, dann muss er sie zu Hause abholen. Tante Martha, Männer legen sich nicht einfach in die Truhe, um zu sterben. Du, mein Junge, zuerst ist er gestorben. Ja, genau. Mortimer, sei nicht so inquisitorisch, der Mann starb, weil er ein Glas Wein mit Gift getrunken hat. Und was wollt ihr mit ihm machen? Teddy ist schon unten im Keller und hebt eine Schleuse aus. Ihr wollt ihn im Keller vergraben? Natürlich, Liebling. Das haben wir mit den anderen doch auch getan. Das könnt ihr doch nicht machen! Die anderen! Die anderen Herren. Wenn ihr meint, die anderen, meint ihr noch wirklich andere? Mehr als einen anderen? Einen Moment, Liebling. Das ist Nummer 11, stimmt's, Abby? Ganz einfach. Auf Bilita Polunderwein nehme ich einen Teelöffel Strychnin, einen halben Teelöffel Ciankali und eine Prise Arsen. Das hat das bestimmt ganz schön in sich. Oh ja, ein unserer Herren fand sogar noch die Zeit zu sagen, wie köstlich. Ja. Wir hätten Mortimer die ganze Sache nicht erzählen dürfen. Ja. Ja. Ich will einfach nur sagen, dass es zu einer schlechten Angewohnheit geworden ist. Mortimer, wir haben uns nie in irgendwelche Sachen von dir eingemischt. Ja. Es gibt also auch keinen Grund, dass du dich in unsere privatesten Angelegenheiten einmischst. Außerdem brauchen wir plötzlich Mrs. Finalzo. Mach dir wegen der Ratte keine Sorgen. Johnny, wir haben eine warme Leiche im Wagen. Ich sagte, vergiss Mr. Spinalzo. Aber auf dem Rücksitz kann er nicht bleiben. Das ist mein Sohn. Es ist so friedlich hier. Das macht dieses Haus ja gerade so ideal für uns. Es ist hier so friedlich. Wir bringen nur das Gepäck rein. Die Leiche ist weg. Johnny? Nee, nichts, Johnny. Die Leiche ist weg. Wie die Leiche ist weg? Mann, die Puppe, mit der wir sonst gespielt haben, sie ist weg. Das kann der Praktikant übernehmen. Als Leiche kannst du da eine wohlverdiente Pause machen. Aber weh, du rauchst in der Truhe. Ja, los jetzt. Und wo ab jetzt? Ach, Einsatz an der Stelle von eben. Ja, steig wieder in die Truhe. Alter, hilf mir mal. Wie? Ich bin eine Leiche. Na und? Was ist denn das denn? Machst du den Deckel zu? Sollte nicht frei herumlaufen dürfen. Ah, nimm die Leiche von mir! Ah, Doktor! Doktor, ein schlichtes Begräbnis sein. Teddy, sag ihm, wer ich bin! Teddy! Das ist meine Tochter, Alice. Nein, Teddy! Attacke! Dein Bruder Jonathan. Der Doktor, er hat ein neues Gesicht. Der Doktor hat die Operation durchgeführt. Johnny,
Jonathan. Jonathan, du warst ja schon immer schrecklich, aber musst du auch so aussehen? Tante Abby, komm mal her! Ja, Schatz, eine Minute. Komm jetzt sofort her! Aber Schatz, was ist es denn? Ich dachte, ihr hättet versprochen, niemanden ins Haus zu lassen. Ja, Jonathan kam einfach herein. Ich meine doch nicht Jonathan. Und Dr. Einstein war bei ihm. Ich meine auch nicht Dr. Einstein. Wer ist der Mann in der Truhe? Sagen wir doch, Mr. Hoskins. Das ist nicht Mr. Hoskins. Oh. Aber wer kann das sein? Nein, das ist eine Truhe. Nein, Tante Abby. Jonathan, lass Tante Martha nachsehen, was in der Truhe ist. Tante Abby, ich schulde dir eine Erklärung. Ich habe eine sehr erfreuliche Nachricht für euch. Jonathan verlässt uns. Ah. Jonathan! Wo bist du eigentlich? Ja, Mann. Ah! Wo warst du? Ich dachte, ich hätte dir geraten, das Haus zu verlassen. Wir gehen nicht. Ihr geht nicht? Meinst du, ich meine das nicht ernst? Willst du, dass O'Hara erfährt, was in der Truhe ist? Wenn O'Hara erzählt, was in der Truhe ist, sagen wir ihm, was im Keller liegt. Im Keller? Ja. Das was? Liegt ein älterer Herr. Er scheint mir ziemlich tot. Was habt ihr beide unten im Keller zu suchen? Was hat der hier unten im Keller zu suchen? Sagen Sie, Mr. Brewster, auch Ihre Tanten wollen die Handlung meines Stücks vertragen. Soll ich Sie reinrufen? Nein, O'Hara. Ja, wenn ihr uns jetzt Essen macht, während wir Mr. Spinal zum Keller vergraben. Nein, er kann nicht mehr aus dem Keller bleiben. Nein. Warum? Ja. Da ist kein Platz. Der Keller ist schon überfüllt. Ja. Überfüllt? Ja, dort sind nunmehr 12 Gräber. 12 Gräber? Da bleibt nur noch wenig Raum und den brauchen wir noch. Das da unten im Keller. 12 Gräber. Heißt das, ihr und du und Tante Martha, ihr habt gemordet? Gemordet? Natürlich nicht. Es ist alles Teil unseres wohltätigen Engagements. Johnny, wir sind durch die ganze Welt gejagt worden. Und deine Damen, seelenruhig, hier in Brooklyn, tun dasselbe wie wir. Was sagst du da? Du hast 12. Und sie haben auch 12. Ich habe 13. Ja. Nein, Junior, du hast 12. 13. Ja. Nein, Junior, der Weg ist ziemlich. Der starb an Lungenentzündung. Er wäre nicht an Lungenentzündung gestorben, hätte ich ihn nicht angeschossen. Nein. Boah, du mir die Knochen weg. Wo sind denn alle? Ist das Stück vorbei? Und, wer sind Sie? Was kann ich für Sie tun? Hat recht, der Name. Oberstudienräten vom neuen Innenstadtgymnasium. Ich bin auf der Suche nach Jenny Kalkbrenner, meine Schülerin. Sie macht ihr Praktikum. Naja, meine Praktikantin ist sie nicht. Ich habe nur einen Eurojob als Hilfe. Ey, Günni! Wo steckt das Mädchen? Ach, die ist gerade mal für kleine Prinzessinnen. Dann warte ich hier. Na, das ist doch... Ich glaube es nicht. Die heiße Susi! Bitte, wer sind Sie denn? Ich kenne den Mann nicht. Ja. Das sagen sie alle. Mensch, ich bin's doch, der Pulver-Rudi. Ey, wie lange ist es her? Weißt du, wer auch hier ist? Der Teaser! Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Sie müssen mich verwechseln. Fritz, komm mal her, du glaubst nicht, wer hier ist.
Die heiße Susi ist wieder aufgetaucht. Susi, du bist das Scherz, das mir je zwischen Krefeld und Kleve begegnet ist. Und was dachte? Er setzte sich und der Kerl sollte schlau sein. Da saß er nur um drauf zu warten, gefesselt zu werden. Und was meint sie, womit sie ihn gefesselt haben? Keine Ahnung. Ja, mit der Gardinenkordel. Die Gardinenkordel. Warum auch nicht? Sehr praktisch. Ein bisschen zu praktisch. Wie kommen die Autoren auf so eine Idee? Die Gardinenkordel? Und er hat seinen Feind nicht kommen sehen? Gesehen? Nein, er saß ja mit dem Rücken zu ihm. Das ist das, was ich jeden Abend ertragen muss. Und dann heißt es, dass wir Kritiker das Theater umbringen. Dabei sind das die Autoren. So, da saß er nun, der Kerl, der ach so schlau sein sollte, und wartet quasi drauf, gefesselt und geknebelt. Auf meinen lieben, toten Bruder. Idiot! Er wird der Nächste sein! Nein, Scheuer, da muss ich dich stoppen, nicht Teddy! Teddy! Teddy nicht! Doktor, wir müssen uns beeilen! Auf die Schnelle Tour? Ja, auf die Schnelle Tour! Herr Oberst! Er soll sofort auf die verdammte Hose bleiben! Ja, wir nehmen ihn das Ding ab! Morgen wird die Hölle los sein! Wir hatten den Nachbarn versprochen, dass das nicht noch einmal vorkommt. Es wird nicht noch einmal vorkommen. Versprochen. Ich werde es ihm lieber selber sagen. Wo geht denn das Licht an? Hey, Sie! Sie haben mich versetzt. Ich habe über eine Stunde bei Kellys auf Sie gewartet. Was ist mit ihm passiert? Er hat das Stück nacherzählt, das jemand da gespielt hat. Und gut, ich will das Stück aus dem Spiel. Das haben die heute Abend im Theater gezeigt. Mann. Die haben quasi den zweiten Akt meines Stückes gestohlen. Also, in meinem zweiten Akt, kurz bevor... Wobei, ich erzähle lieber von Anfang an. Es beginnt im Ankleidezimmer meiner Mutter, wo ich geboren wurde. Also zu dem Zeitpunkt noch nicht geboren. Ja. Nein. Sie hören sich jetzt erstmal die Handlung meines Theaterstücks an. Also. Dass ich dich hier allein treffe. Ja, echt. Ich meine, so geht es nicht weiter. Wozu haben wir den letzten Regisseur kaltgestellt? Und wenn der hier noch viel schlimmer ist. Ich weiß, aber so geht es nicht. Der wird Emily rauswickeln, durch die aufgeblasene Coco ersetzen, meine Rolle ganz streichen, weil ihm das Stück zu lang ist. Und dieser Mistkerl will... Ja, aber wir können doch nicht wieder... Aber wieso denn nicht? Unser Pulver-Rudi hängt da sowieso schon mittendrin. Der wird schon noch irgendein Mittelchen finden und rausrücken. Und dann... Juli, meinst du nicht, das ist ein bisschen auffällig, wenn hier die Regisseure schneller sterben als die Gentlemen in unserem Stück? Einer mehr oder weniger im Hotspot. Was soll's? Lassen Sie niemanden rein! Polizei? Johnny! Wohin? Wohin? Ich ziehe meine Waffe, lehne mich an die Wand und sage: Komm rein! Hallo Jungs! Kennst du ihn? Das ist Mortimer Booster. Er schreibt mit mir an meinem Theaterstück. Ich erzähle ihm gerade die Handlung. Hast du ihn angebunden, damit ihr dir zuhört? So, bin ich also verhaftet? Und ich schätze, Sie und mein feiner Bruder werden sich die Belohnung teilen. Belohnung? Okay, ich packe aus. Ihr denkt, meine Tanten seien liebe, reizende alte Damen. Nun, sie haben 13 Leichen im Keller. Totale Befehlsverweigerung. Wie der Präsident der Vereinigten Staaten so behandelt wird, was wird denn aus diesem Land? Dies ist Ihr Patient, Herr Direktor. Ein Augenblick. Mr. President, ich habe gute Nachrichten für Sie. Ihre Amtszeit ist abgelaufen. Oh. Nun. Dann gehe ich auf Jagdreise nach Afrika. Ich muss sofort los. Warte. Dies ist Mr. Rosas. Er ist dein Führer in Afrika. Ach,
mein Begleiter. Ich bringe sofort mein Gepäck herunter. Wenn die Safari losgeht, sagt ihm, die sollen warten. Auf Wiedersehen, Tante Abby. Auf Wiedersehen, Tante Martha. Ich gehe nach Afrika. Das ist wunderbar. Ja. Attacke! Ich freue mich schon so. Ich freue mich schon so darauf, endlich wegzuziehen. Ja. Die Nachbarschaft hat sich hier so verändert. Oh, wir haben etwas übersehen. Was? Nun, wir brauchen die Unterschrift eines Arztes. Du deinst! Leute, ich bin ein Bastard, ein unehliches Kind! Ich glaube, ich werde jetzt nach dem Frühstück schauen. Ja. Jetzt brauche ich einen Kaffee. Ich habe eine nicht ganz gewöhnliche Nacht hinter mir. Deshalb denke ich, willst du dir ein Bett. Ja. Nun, auf Wiedersehen, meine Tanten. Es bleibt dabei, dass ich 12 habe und ihr auch 12. Insofern bleibt mir die Genugtuung, dass keiner von uns unseren Punktestand verbessern kann. Jonathan war schon immer ein armseliger Junge. Nie konnte es ertragen, wenn andere überlegen waren. Ich wünschte, wir können ihm irgendwie zeigen, dass er nicht zu tüchtig ist. Oh. Also Martha, ich denke, wenn Mr. Witherspoon schon nicht beim Frühstück bleiben möchte, dann können wir ihm wenigstens ein Glas Wein anbieten. Wein? Wir haben ihn gemeinsam verfeinert. Es ist ein paradiesischer Trunk. Das ist Holunderwein. Wir machen ihn selber. Nun, wie gesagt, unsere Beziehungen im glücklichen Tal sind normalerweise eher formeller Natur. Aber hier? Ich dachte, ich hätte mein letztes Glas Wein bereits getrunken. Oh nein!